Alte Windows-Festplatten am Mac zu beschreiben, ist unter Umständen echt problematisch. Vor allen Dingen dann, wenn diese Festplatte im NTFS-Format formatiert ist. Und das sind nahezu eigentlich alle Windows-Festplatten. Und dafür gibt's eine kostenfreie Lösung. Zumindest ist sie im Moment noch kostenfrei. Deswegen solltet ihr schnell zuschlagen. Und worum es da genau geht, zeige ich euch nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, wie wir NTFS-Festplatten tatsächlich auch mit Schreibrecht mit Daten befüllen können. Und dazu haben wir uns jetzt den Buchu NTFS installiert, mit der kostenfreien Lizenz sogar aktiviert und haben auch schon ein Windows-Laufwerk eingehangen. Und jetzt gucken wir mal uns das eben an. So, wir sehen jetzt, momentan ist das Recht nur auf Lesen begrenzt. Das ist also die Werkseinstellung. Und wenn wir jetzt irgendwie versuchen würden, Dateien dahin zu kopieren, dann sehen wir da so ein kleines Verbotsschild, weil wir halt keine Schreibrechte haben. Und das Ganze schaffen wir dann jetzt mal kurz zur Seite, indem wir hier die Schreibrechte aktivieren. Und dann müssen wir kurz ein Momentchen warten, bis das Laufwerk wieder gemountet ist. Dann öffnen wir das nochmal und wenn wir jetzt die Datei rüber kopieren, dann sehen wir jetzt das Plus-Symbol und können also ohne Probleme sämtliche Daten auf diesen Datenträger ablegen. Das heißt also, zukünftig können auch die Freunde von euch, die mit Windows arbeiten, ohne Probleme ihre Festplatten mitbringen und ihr könnt da denen die Daten ohne Schwierigkeiten drauf kopieren. Es gibt diese Dinger auch kostenlos als Bastellösung, allerdings funktioniert dann die Geschwindigkeit nur sehr schlecht eingeschränkt und auch Buchu NTFS schafft nicht die maximalen Schreibraten, wobei der Hersteller jetzt auf seiner Webseite auch gerade verspricht, bald ein Update zu bringen, wo dann auch höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten möglich werden sollen. In diesem Sinne lassen wir uns mal überraschen und ich lasse euch gleich den Link in der Artikelbeschreibung drin, wo ihr euch derzeit noch die Lizenz kostenlos runterladen könnt, beziehungsweise ihr tippt dort eure E-Mail ein und erhaltet dann die Seriennummer für diese App im Prinzip einfach so zugeschickt, ohne dass ihr Geld bezahlen müsst. In diesem Sinne, falls euch das geholfen hat, gerne den Daumen rauf, ein Abo dalassen, vielleicht schreibt ihr auch einfach was in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen ganz tollen Sonntag.